Hi, ich bin der Lukas. Beton kennt man ja eigentlich nur vom Bauen, aber heute lernen wir bei dem Workshop Beton Up Your Life, was wir sonst noch so Cooles aus Beton machen können. Bevor wir uns an den Beton machen, suchen sich die Workshop-Teilnehmer eine Form für ihr späteres Kunstwerk. Als Form eignen sich viele gesäuberte Verpackungen, Dosen oder Schälchen. Je nachdem, was es später werden soll. Ich habe mich, wie viele andere auch, für einen Kerzenständer entschieden. Andere machen einen Korkenzieher oder Blumenvasen. Workshop-Leiterin Susanne Wagenbach arbeitet schon seit über einem Jahr mit dem Baustoff. Beton ist ein super schöner Werkstoff und ich finde schon seit einiger Zeit Objekte aus Beton total schön und habe es dann irgendwann einfach mal probiert und mir so alle möglichen Sachen selbst beigebracht, ehrlich gesagt. Ja. Und habe gelernt, dass es, also umso mehr ich probiert habe, umso begeisterter war ich davon. Damit der Beton nicht an den Formen haften bleibt, müssen diese gut eingehüllt werden. Und dann darf ich endlich an den Betonmischer. Ganz wichtig ist dabei der Mundschutz. Der Beton ist ätzend, also nicht Säure, sondern basisch. Das ist ja eine Verbindung, die mit Wasser reagiert. In der Staub kann er sich auf die Schleimhäute setzen und kann dann da reagieren und ätzt halt einem ziemlich die Schleimhäute an. Was hier ganz einfach aussieht, wird auf Dauer schon anstrengend. Die fertige Mischung füllen wir dann in die Form und Susanne hilft uns, den Baustoff zu fixieren. So entstehen in den nächsten 2 Stunden 4 bis 5 Kunstwerke. 35 Euro kostet der Workshop inklusive Material. Mit Förmchen habe ich schon als Kind gerne gespielt. Und was reizt die anderen Teilnehmer? Dass man einfach mit seinen Händen was erschafft, ne? Was in letzter Zeit eigentlich immer so kurz kommt, dass man wirklich danach sein Ergebnis hat und es sieht. Basteln ist einfach spannend. Einfach mal an nichts anderes denken. Ich habe es im Internet gesehen und dachte, ja, ganz gute Ferienbeschäftigung jetzt. So wird er dann mal aussehen, mein selbstgemachter Kerzenständer aus Beton. Man kann ihn dann noch schleifen und ansprühen und dann ist er auch schon fertig. Das ist jetzt mein fertiger Kerzenständer, richtig cool geworden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, meine Freundin wird sich da richtig drüber freuen.